herzlich willkommen. Heute ist der 1. Dezember. Willkommen zum ersten Türchen vom DIY-Eule Adventskalender. Und ihr kennt das ja schon von den letzten 2 Monaten. Am 15. kommt immer die DIY-Eule Craft Challenge. Und deswegen ist natürlich auch im Dezember heute wieder Zeit für die Hashtag DIY-Eule Top Challenge. Das heißt, ich habe wieder ein Paket bekommen von Top, vom Frech Verlag. Und da werden interessante Materialien, Bücher, Anleitungen und so weiter drin sein, die ich dann für euch vorführen kann, woraus ich etwas Kreatives instant herstellen muss für euch. Und ich weiß wie immer nicht, was das Thema ist. Und natürlich gibt es auch heute wieder was zu gewinnen. Was weiß ich noch nicht, denn es ist da drin. Aber bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn auch hier gibt es ein Gewinnspiel. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal an und mache das Paket auf. Oh, es sieht weihnachtlich aus. Bei einer weihnachtlichen Serviette, noch sehe ich nichts. Oho, da ist ganz viel. Okay, ich sehe Kerzen, ich sehe Süßkram. Und ich sehe meinen Brief. Mit dem fangen wir mal an. Liebe Nastja, kaum zu glauben, aber du bekommst heute schon das 4. Päckchen und damit auch die 4. Challenge. Wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, oder? Da passt man mal kurz nicht auf und schon ist es Advent. Auch bei dieser Herausforderung. Also, nichts wie los. Wühl dich durch das Päckchen und lass dich schon mal richtig in Weihnachtsstimmung bringen. Ho, 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 aus Stuttgart. Und ich darf mich jetzt durchs Paket wühlen. Und ich greife auch mal rein. Okay, wir haben ja zwei rot, dunkel, sehr, sehr dunkelrot glitzernde Stumpfkerzen. Hier, Kuchen! Yeah! Danach kommt jetzt erstmal eine zweite Lage Servietten. Oh nein, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Das sind Tüten. Wenn das 24 Tüten sind, habe ich eine Ahnung, worum es hier geht. Kleine Tütchen. Und hier ist meine Aufgabe Nummer 1. So, rate mal. Was kann man Schönes aus diesen Tüten machen? Also, ich zähle mal ganz kurz durch. 1, mehr als 20. Okay, ich hätte eigentlich gedacht Adventskalender. Vielleicht sind es auch einfach nur Geschenktüten. Oder es gibt noch so eine... Ah, Kerze. Ich habe Kerzen. Und zwar kann man doch aus solchen Papiertüten... Mit so einem Prickeldings oder so. Und dann hat man so ein Windlichttüte. Vielleicht sowas. Ich sehe schon die Aufgabe 2 und ich sehe Papierstern, Schablon und mehr Essen. Krass, die Tüte ist so wahnsinnig voll. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Aufgabe 2 auf, bevor ich mir das restliche Material angucke. Bastel dir deinen eigenen Sternenhimmel. Okay, lag ich wohl völlig daneben. Wir wollen mindestens 3 verschiedene Sterne sehen. Okay, aus Tüten? Das sehe ich jetzt noch nicht so, aber... Okay, also das sind tatsächlich Sterne aus Papiertüten. Kannte ich tatsächlich noch nicht. Es gibt ja nicht viel, was ich nicht kenne im Bereich DIY, aber das kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Und ein Buch. Es gibt natürlich von der Marke Top das passende Buch dazu. Wer hätte das gedacht? Zarte Butterbrotsterne. Kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Aber die sind schön aus, die vorne. Aber kriege ich das hin? Okay, also... Da ist noch mehr, aber scheint natürlich... Also scheint so im Buch... passend die Sets zu geben und das ist dann quasi die Variante mit eigener Kreativität. Hier ist ja noch, was ist das? Ach, das ist Papier, rot und goldenes Glitzer. Hier ist die restliche Tüte. Ich glaube, das war mal eine, die sie durchgesägt haben. So blaues Glitzer, oh Gott, ist das viel. Oh Gott, oh, ein Stanzer. Ein Stanzer mit großen Blumen, so mit Dings, in sehr großen, 2,5 Zoll. Cool. Stempelkissen. Spitzenpapierrollen von Raya. Bastelpapier. 3 Knöpfe. Diverse Perlen. Oh Gott, das ist viel, Leute. Krass, das ist echt schon wie Weihnachten. Kleine Strassglitzer-Kerzchen in Rot. Washi-Tape. Oh, ein Stanzer mit Sternform. Gold-kupferfarbene Kordel. Blaue Kordel. Kleber. Und ein Stempel. Mit einer Eule. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Raya für die schönen Produkte. Okay, wow. Und hier ist noch das Gewinnspiel. Das machen wir aber erst am Ende drauf auf, also bleibt dran. Wahnsinn, Leute. Ich fühle mich wie Weihnachten und ja, meine Aufgabe ist hinter dem ganzen Zeug verschwunden. Okay, also meine Aufgabe ist es nochmal, meinen eigenen Sternenhimmel zu basteln. Ich habe hier die Aufgabe irgendwie. Und ich soll mindestens 3 verschiedene Sterne machen. Und ich werde mir jetzt mal dieses Buch genau anschauen. Und dann mal sichten, wofür ich denn dieses ganze Material überhaupt benötigen könnte. Und werde euch zeigen, wie das Ganze dann passiert. Bis gleich!
bin jetzt fertig mit dem Basteln und ich habe 4 verschiedene Varianten gemacht. Und zwar habe ich angefangen mit der wirklich sehr, sehr einfachen Variante. Und zwar habe ich da wirklich nur erstmal, um zu probieren, geguckt, wie man die Tütchen aufeinander kleben muss. Und das habe ich mit diesem Set gemacht. Ein Set habe ich jetzt noch übrig, da sind also schon die Tüten drin und eine Anleitung. Und schon diese Aufhänger, das heißt, da habt ihr dann alles, was ihr braucht. Und die restlichen habe ich halt aus dem Buch gemacht. Und zwar habe ich dann einfach mal diesen blauen gemacht mit der Folie hier, das fand ich ganz hübsch. Bei dem habe ich dann Spitze genommen, aber meine Tüten sind ein bisschen breiter gewesen als in dem Buch. Deswegen sieht man, glaube ich, die Spitze jetzt nicht so richtig. Ich finde den trotzdem schön, wenn das Rot da so durchschillert. Die Mitten kann man dann immer nochmal verschieden verzieren. Dann habe ich aus den ganz kleinen Tütchen nur einen halben Stern gemacht, so als Idee, dass man sowas auf ein Geschenk kleben kann. Das Geschenkpapier ist auch aus dem Paket gewesen, das heißt, das habe ich gleich mitbenutzt. Und der Clou, was ich gemacht habe, aus dem ganz einfachen, einen Adventskalender draus gemacht. Und zwar habe ich hier 24 kleine Punkte ausgeschnitten mit der Nummerierung 1 bis 24 und in der Mitte mit Klemmer, die man so auseinanderbiegen kann. Und jetzt kann ich mir quasi einstellen, jetzt ist der erste, heute ist ja der erste. Dann kann ich das jeden Tag so ein bisschen weiterschieben. Und die Idee von so einem Weihnachtsstern als Adventskalender finde ich eigentlich ganz hübsch. Sowas wollte ich eh dieses Jahr machen und habe es aber bis jetzt nicht geschafft. Also mein Sternhimmel hängt. Jetzt kommt natürlich noch das Gewinnspiel. So, zu gewinnen gibt es diesmal 3 Papiertüten Sterne Bastelsets. Und das Beste, ihr könnt euch aussuchen, welches Set ihr gewinnen wollt. Einfach blau oder gold beim Ausfüllen des Gewinnspiels angehen. Ja, die sind echt praktisch, wenn man damit anfangen will. Es geht super, super schnell. Und das Coole ist, die Tüten sind schon dekoriert. Ihr habt 20 Papiertüten drin, das heißt, ihr könnt 2 Sterne draus machen. Also ich finde die Idee top. Ich war am Anfang so ein bisschen, Sterne aus Geschenktüten. Aber jetzt bin ich doch wirklich angefixt und finde es ziemlich cool. Dann wünsche ich euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Der Link dazu, wie gesagt, ist in der Infobox. Ich hoffe, das erste Video von meinem Adventskalender hat euch gefallen. Lasst mir bitte unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Die nächste Craft Challenge gibt es am 15. Dezember. Das ist dann vorerst die vorletzte. Ich habe das Paket schon, es ist riesig. Mal gucken, was da drin ist. Das weiß ich natürlich noch nicht. Morgen kommt das zweite Türchen von meinem Adventskalender und bleibt unbedingt dran, denn bis zum 24. gibt es jeden Tag ein Video von mir und es gibt ganz oft was zu gewinnen, wie auch heute. Also bleibt unbedingt dabei und ja, auch dieses Video ist natürlich wieder in freundlicher Kooperation mit dem Frech Verlag passiert und schaut da unbedingt mal bei denen auf dem YouTube-Kanal vorbei, da erfahrt ihr immer alle News zu neuen Büchern und auch ganz witzige Videos und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt und ansonsten schaut doch mal beim letzten Video vorbei. Und dann bis ganz, ganz bald oder besser gesagt bis morgen. Tschüss!